Der Stadtverband Magdeburg der Gartenfreunde richtete vor kurzem wieder einen Kinderumwelttag aus. Wir schauten uns mit der Kamera an der Steinkohle um, was den Kindern dort geboten wurde. Der seit 1972 begangene Welttag der Umwelt im Juni ist willkommener Anlass, Kinder aus überwiegend städtischem Lebensraum an Natur und Umwelt heranzuführen. Die Bilanz der Jahre 2008 und 2009 war so positiv, dass es auch dieses Jahr wieder einen Kinderumwelttag in Magdeburg gab. Ja, wir führen also heute den dritten Kinderumwelttag durch. In den letzten beiden Jahren ist die Zahl der Kinder ständig gewachsen. Wir haben also mit 100 Kindern angefangen und sind in diesem Jahr bei über 600 Kindern. Wir machen deshalb an zwei Tagen die Veranstaltung. Die Veranstaltung wird getragen durch die Stadt, durch den Verband. Wir haben uns ein paar Sponsoren gesucht, bleibt uns ja nichts anderes übrig, kostet ja auch alles Geld. Und wir haben hier heute für die Kinder einmal Wissen im Angebot und wir haben für die Kinder natürlich auch Vergnügen im Angebot. Das Wissen beginnt damit, dass man einen Rundgang macht durch den Lehr- und Informationsgarten. Dort habe ich die Möglichkeit vorzustellen einen Imker mit allem, was dazugehört. Dann habe ich vorzustellen den Nabu, der hier einen Stand aufgebaut hat mit Informationen über Vögel und Tiere in der Region. Und dann habe ich nicht zuletzt das Umweltamt der Stadt mit einer Wasserprobe, wie setzt sich Wasser zusammen, was kann im Wasser drinne sein. Die Kinder dürfen Experimente machen mit Wasser. Und das ist natürlich eine Sache, wir haben immer so etwa Kindergartenklasse oder Kindergartengruppe oder erste Klasse vorgesehen. Die Zeit ist allerdings ein bisschen kurz. Sie kriegen die Kinder kaum wieder aus dem Lehr- und Informationsgarten raus. Dann geht es auf einen Spieleparcours. Da haben verschiedene Geschicklichkeitsspiele. Und als letztes hinten am Ende pflanzen die Kinder dann noch Petersilie, Dill in Töpfe, die sie mit nach Hause nehmen können. Und als allerletztes gibt es dann für die Kinder noch eine Obstdose, die sie dann auch in der Zukunft für ihre Obstversorgung in der Schule benutzen können. Von Seiten der Stadt begleitete die Kinderbeauftragte Katrin Teger die beiden Tage. Ziel ist eigentlich, den Kindern nahezubringen, dass sie leben ja alle in der Stadt, in einer Großstadt und nicht alle haben die Möglichkeit, im Garten zu erleben, wie gedeiht eine Pflanze, woher kommen die, also wie entsteht der Honig. Und das wollen wir den Kindern mit diesem Kinderumwelttag nahebringen und ihnen die Freude an der Natur auch zu vermitteln. Und ich denke, das ist so die Kombination, also diese Naturerfahrung, die Sie hier im Rahmen des Kinderumwelttages sammeln können und natürlich die Freude. Also das ist das, was mir immer so auffällt, dass die Kinder mit ganz, ganz viel Spaß und Freude diesen Kinderumwelttag genießen und nachdem sie eben im Lehr- und Informationsgarten eben wirklich beim Imker oder beim NABU vieles über die Vogelwelt hier bei uns in der Heimat erfahren und anschließend über den Abenteuerpfad sich so ein bisschen austoben können, genießen sie es dann auch auf der sogenannten Genussinsel, dann bei einem gesunden Essen, zum Beispiel Quark, Kräuterquark, Quark mit Erdbeeren. Das ist eben auch so die Kette, die wir zeigen wollen, ne? Dass denn eben die gesunde Umwelt auch wichtig ist für eine gesunde Ernährung und die gesunde Ernährung wichtig ist für ihr Wohlbefinden. Ja, und das, denke ich, ist so Sinn und Zweck dieses Tages. Und da haben wir ganz viele Partner auch, die da mitwirken. Und vielleicht haben Sie es ja auch gesehen, also die Kinder gehen, glaube ich, sehr zufrieden wieder zurück in ihre Einrichtung. Wir haben in diesem Jahr bewusst alle Kindereinrichtungen angeschrieben, weil wir allen die Möglichkeit bieten wollten oder zumindest ja, das als Angebot auch für alle Kinder ja, auch nutzen wollten. Und es war so, dass wir, also hätten wir wirklich alle berücksichtigt, wären es fast 1000 Kinder gewesen, aber das hätte ganz einfach unsere Kapazitäten gesprengt. Wir haben deshalb schon zwei Tage, also jetzt schon den zweiten Tag, finden wir schon ganz toll, dass da auch alle mitmachen, den Kindern eben diese zwei Tage anzubieten. Und wir mussten leider einigen Einrichtungen auch absagen, aber auch mit der Option, dass sie dann im nächsten Jahr auf jeden Fall berücksichtigt werden.